You can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Wir werden heute noch mal ein bisschen Teer sammeln, weil Teer ist aus und ich wollte es wirklich nicht ohne euch tun. Weil, sag mal, so ein bisschen Holz sammeln, klar, da passiert jetzt nicht viel, das kann ich schon mal ohne euch machen. Aber Teer, einerseits müssen wir eher erstmal eine neue Grube finden und wir sind halt auch noch nicht so lange in den Ebenen unterwegs und genau deswegen habe ich mir gesagt, nö, das machst du mit euch zusammen. Jo, ich habe hier ein bisschen weitergearbeitet, wie man sieht. Und alter Schwede, die Statik in dem Spiel. Aber ich habe jetzt meinen Fehler gefunden. Also, ich habe erstmal hier überall die Treppen reingemacht. Finde ich irgendwie ziemlich nice. Also diese Treppenstufen so mit integriert in die Schindeldächer, gibt dem Ganzen irgendwie nochmal einen etwas abwechslungsreicheren Look als nur die Schindeldächer. Ich habe auch endlich eine Lösung gefunden, dass die Statik passt. Ihr seht es schon, wir haben hier riesige Balken stehen. Die Sache ist, ich hatte echt Probleme mit den Dingern hier, weil eigentlich geben die ja diese Fundamenteigenschaft, also das Blaue, weiter. Das heißt, wenn ich hier eins baue und dann was oben drauf mache, sollte das Blau sein. Moment, Vorführeffekt. So, warte mal. Na, zack. War doch die ganze Zeit nicht blau. Was ist denn jetzt los? Hä? Oder macht's das nur bei dem Kleinen? Ich habe gerade nicht genügend Kernholz. Moment, ich reiß hier mal wieder ein Stück von der Tür ab, also von dem Eingangsbereich. Ich habe mir überall gerade ein bisschen Kernholz geklaut. Ich war zwar auch ein paar Bäume schlagen, aber es hat natürlich nicht gereicht. So, zack, das Ding oben drauf. Das soll mal einer verstehen. Es war wirklich die ganze Zeit nicht so, ich schwöre. Ich habe wirklich versucht, die Dinger reinzubauen und naja, fragt nicht. Auf jeden Fall hat es dann funktioniert, weil, beziehungsweise ich musste das hier abreißen. Ich muss das wegnehmen, ich muss den Stein wegnehmen und muss das Ding hier unten auf den Boden setzen. Dann kann ich nämlich davon zwei setzen und, es fehlt mir wieder Kernholz, Moment, kann dann hier oben drauf diesen Kernholzbalken setzen. Ah, komm schon. Jetzt bin ich bestimmt zu hoch. Nö, passt. So. So kann ich es nämlich machen. Dann ist der Balken nämlich noch blau. Das hier habe ich dann einfach nochmal ummantelt. Also man sieht es ein bisschen hier dran. Die gucken so ein kleines bisschen raus, aber okay. Damit kann ich leben. Und so funktioniert das Ganze halt. Ich weiß nicht. Oder war das einfach nur... Moment, ich will es nochmal kurz ausprobieren, weil ich habe echt lange dran gehangen. Ich habe mir Videos nochmal angeguckt und überall habe ich halt gesehen, dass die Dinger diese Fundamenteigenschaft, die blaue Statik weitergeben und es hat bei mir einfach nicht funktioniert und ich dachte mir, was machst du verkehrt? Kann das sein, dass es so war? Dass es deswegen nicht? Jetzt ist das trotzdem blau. Oder vielleicht brauchst du auch einfach einen Moment, weil manchmal lädt die Statik auch extrem lange. Also teilweise war dann hier oben alles grün und ich dachte mir, geil, jetzt passt es. Und dann rennst du weg und 10 Sekunden später stürzt es halt erst ein. Ist manchmal ja ganz gut, wenn man schnell was abreißen möchte und dann wieder hinhängen. Komisch, dass das jetzt funktioniert. Ja, ich habe mir die Arbeit wahrscheinlich umsonst gemacht, weil, wie es dann so ist, wenn du es dann mal schnell rausreißt und was Neues reinmachen willst, dann zerfällt es irgendwie sofort und ja, hier ist extrem viel wieder eingestürzt und so. Naja, egal, auf jeden Fall ist das jetzt... Guck mal, das... Ah ne, hier habe ich es noch nicht gemacht, ne? Ne, hier drüben haben wir es. Genau, wir haben auf jeden Fall die ersten beiden Balken im Blau, dadurch wird das Ganze ein bisschen stabiler. Hier sind nochmal so Schrägbalken drin, die stützen das Dach und somit sieht es von der Statik her mit dem Dach eigentlich soweit ganz in Ordnung aus. Wir haben hier die Dächer, die sind manchmal ein bisschen eklig, aber gerade hier an den Dingern, wo die Schrägbalken in der Nähe sind, die sind schon etwas... Ah, warte mal, nee, der war nicht. Hier. Da sind jetzt nämlich die Dächer grün und hier sieht es soweit auch okay aus. Es ist natürlich nicht perfekt, aber es reicht für das, was ich vorhabe. Ich bin zweimal gestorben. Ja, ich muss echt sagen, der Fallschaden in dem Spiel macht mich wahnsinnig. Ich finde den viel zu krass. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber das hat mich so aufgeregt gestern. Ich war echt aggressiv nach dem zweiten Mal sterben und die ganze Zeit hat das mit der Statik nicht hingehauen. Ich bin sehr froh, dass ich das außerhalb des Let's Plays gemacht habe.
Ja, einmal war wirklich dumm, bin ich hier oben einfach auf den Balken gesprungen. Es war ziemlich risky, was ich da versucht habe, bin runtergefallen, das habe ich eingesehen. Der andere Tod war aber so wie gerade eben. Ich war hier oben auf dem Dach und bin hier runtergerannt. Und ich habe trotzdem die Stufen erwischt, aber irgendwie, keine Ahnung, von hier dann die Stufe auf den Boden gekommen und war sofort tot. Kein Plan, ob ich zu schnell war durch das Runterrennen oder was da auch immer war, aber das hat mich wirklich ziemlich, ziemlich angekotzt. Naja, also die Balken stehen. Die habe ich hier, glaube ich, alle, genau, die habe ich alle schon umgearbeitet. Hier haben wir überall die verstärkten Eisenbalken drin. Der eine hier vorne, der hier, der muss noch. Ich habe hier drüben auch die ganzen Querstreben schon mal rausgerissen, die wir nicht mehr brauchen. Das haut auch hin. Ich konnte jetzt halt bloß nicht mehr groß weitermachen, weil wir Teer brauchen. Und genau deswegen gehen wir jetzt in den nächsten zwei Folgen, also in dieser und der nächsten. Die nehme ich zusammen auf. Gehen wir jetzt ein bisschen Teer sammeln. Weil ich nämlich heute Abend noch ein bisschen Zeit habe, um weiterzubauen. Und dann ist doof, wenn die Materialien fehlen. So, schon wieder 6 Minuten gequatscht. Alter Schwede. Mann. Wo ist das? Die Zeit, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Gut, also wir brauchen jetzt hier erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Huch. Dachte gerade, ich habe eigentlich mega viel Holz einstecken, dass ich Minimum 3 so eine Dinger basteln kann, aber anscheinend nicht. Zack, ja, 2-mal gestorben, Fähigkeiten wieder schön nach unten katapultiert. Ach, das ist echt ärgerlich, aber da muss ich, also das muss ich wirklich sagen, ich finde den Fallschaden zu krass. Also, bei teilweise schon so kleinen Sprüngen, dass du jedes Mal Leben verlierst und ich kann halt auch nicht, wenn ich baue, die ganze Zeit mir Schlangeneintöpfe und Loksfleisch reinfuttern, damit ich mehr Leben habe. Weil ganz ehrlich, alleine schon das alles umarbeiten und so waren locker 3-4 Stunden. Überleg mal, wie viel Ressourcen oder wie viel Lebensmittel ich da hätte reinfressen müssen. Nö. So, wie hier ist wieder alles voll. Aber ich möchte auch nicht so lange jetzt hier Zeit verbringen. Denn ich möchte mit euch wirklich ein bisschen was schaffen. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Lebensmittel geben alle nach. Das ist prinzipiell gut. Die Moltebeeren sind eigentlich von der Ausdauer her ganz in Ordnung. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Der Honig kann natürlich weg. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Ich wollte eigentlich Lebensmittel herstellen. Boah, ich möchte keinen Schlangeneintopf fressen für ein paar Teergruben. Ach komm, wir gönnen heute mal. Eine zumindest. Mach mal die Kombi. Das Flachs habe ich immer noch einstecken. Hauen wir jetzt erstmal mit bei der Gerste rein. Möhrchen brauchen wir auch nicht mehr. Der Rest ist soweit okay. Komm, zack, zack, zack. Lebenstechnisch sieht es schon mal sehr geil aus. Ausgeruht, Viertelstunde, passt. Ah, die Eisenspitzhacke, die müssen wir nochmal fixen. Ach nein, ich kann sie nicht reparieren. Ach Mann, ich habe die Schmiede hier drüben stehen. Weil du die natürlich brauchst für die Eisenbalken. Hier ist sie. Und die ist jetzt aber nicht überdacht und damit kann ich die wahrscheinlich nicht benutzen. Ja, natürlich. Reicht das hier vorne? Zählt das schon so ein bisschen als überdacht? Jawohl, perfekt. Hä? Warum repariert's mir denn meine Spitzhacke nicht? Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Das Ding braucht doch der... Ach! So viel zum Thema, wir können sie schnell hier hinbauen. Nee, die Schmiede muss natürlich erstmal auf einer gewissen Stufe sein für meine Spitzhacke. So, zack, rein damit. Och komm, jetzt back doch hier nicht rum. Klar hast du Schutz. Ja, jetzt haben wir es gesehen. Braucht einen Moment, um sich zu aktivieren. Gut. Bin heute ein bisschen hektisch unterwegs, weil ich möchte wirklich was schaffen mit euch. Also auf jeden Fall Teer sammeln. Dass ich das Dach noch fertig kriege. Ich hoffe, dass ich es heute Abend noch schaffe. Mal schauen. Aber wir müssen natürlich auch erstmal ein neues Gebiet finden. Also neue Teergruben. Das kann natürlich auch ein Weilchen dauern. Wie lange hält denn das eigene Schlangeneintopf? War der hier unten, ne? Halbe Stunde. Och nö, nicht so ein Kackwetter in den Ebenen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier hinten war Schluss, ne? Hier kommt nicht mehr so viel, aber wir haben hier noch ein bisschen Teer. Das war ich auch noch nicht aufsammeln.
Da hinten, ah, da sehe ich sie doch schon wieder. Irgendwo hier war die doch. Ja, komm, halt die Klappe. Ist die hier? Ach Mann, ey, dieses Wetter. War doch irgendwo hier hinten. Da siehst du die vor allem noch schwerer. Wir müssen die erstmal wegprügeln. Komm, greif an. Sag mal, was ist denn los mit dir? Aua. Hau ab mit deinem Speer. Und weg mit dir. So. Ich freue mich auf jeden Fall. Es geht langsam voran. Jetzt passt das auch mit dem Balken soweit. Aber bin ich doof? Wo ist denn das Ding? Man sieht halt auch überhaupt gar nichts. Ja, es geht langsam voran. Wenn das Dach dann steht, dann können wir uns so langsam ein bisschen an die Innereien machen. Boah, ich habe echt keine Ahnung. Oh, ah, Mann, ich guck mal eine Sekunde auf die Karte. Wirklich. Das Problem ist, das Wetter verschwindet auch nicht. Ich hatte es jetzt schon beim Bauen, als ich das Dach gemacht habe und dachte mir schon wieder so, Dankeschön, Spiel. Ich will hier Dächer bauen und du machst es mir komplett dicht, alles mit Nebel. Aber auch wenn du schlafen gehst, das Wetter ist geblieben. Das ist halt wieder typisch, ne? Man möchte sich einmal beeilen. Ach, guck mal. Hier vorne. Aua, ey, warum kommt hier wieder einer? Soll der... Ja, die siehst du ja überhaupt nicht. Aua, 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 aua. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich auch keinen Knochenwanst mit dabei, weil ich mit dem Uralten ein bisschen Holzhacken war. Nee, ich muss wirklich lieber auf Schild gehen, sonst kriegen wir einfach... Okay, man schafft sogar mit Verlangsamung. So, eigentlich ist easy. Man muss bloß ein bisschen ausweichen. Komm, gib mir Teer, mein Freund. So. Der Scheiß steckt hier immer noch fest. Wir müssen das noch mehr ablassen. Das sind alles nur Steine. Ja, jetzt bin ich geteert. Ach, Mann. Ich höre doch schon wieder, so ein Vieh. Nee, das ist einfach nur der Teer, oder? Ach, geil. Perfekto. Haben wir wieder 13 Stück. Der Rest hängt immer noch fest. Ah, Hilfe. Sieht's halt auch kaum durch den Nebel. Denke mal, das, was ich gerade mache, ist ganz schön Schwachsinn. Weil ich es ja dadurch gerade nicht wirklich tiefer mache. Frage ist halt, wie viel ist das noch? Lohnt sich das? Aber wahrscheinlich schon. Also wir müssen irgendwie tiefer kommen, aber es ist halt auch mit dem Wetter, ne? Es regt mich uff. No, jetzt sehen wir gleich gar nichts mehr. Nee, wir müssen nochmal nach Hause. Tut mir leid, aber zieht's euch halt rein. Ihr seht nichts, ich sehe nichts. Und in den Ebenen ist das echt gar nicht so geil. Oh, das ist echt krass. Ich weiß nicht mal, wo die Basis ist. Ich glaube aber, in die Richtung müsste es sein, oder? Es ist halt auch noch, ich habe hier vorne ein Licht stehen, also was mich halt anleuchtet. Und das ist relativ hell. Also ich gucke halt so ein bisschen gegens... da ist Loxi. So ein bisschen gegens Licht, das macht es halt auch nicht unbedingt besser. Ich habe meinen Monitor zwar wieder heller gestellt, aber geholfen hat das gefühlt gerade gar nichts. Guck mal, das sieht doch aus wie unsere Basis. Jawohl. Wahnsinn. Wirklich, Nebel und Nacht. Kannst du ja komplett vergessen. Ja, wenn es dann halt so aussieht und du willst anfangen zu... Ah, jetzt verzieht sich der Nebel natürlich. Das sieht geil aus. Der Nebel kam wieder mit durchs Portal. Oder wird einfach angeleuchtet. Naja. Ja, hier ist natürlich wieder jetzt klar. Ist klar, dass jetzt klar ist. Naja.
Komm, wir hauen uns nochmal pennen. Es ist schon wieder eine Viertelstunde rum und wir haben ganze 17 Teer gesammelt. Mann. Das muss schon noch ein bisschen mehr werden, wenn ich das Dach endlich fertig kriegen möchte. Guten Morgen. Und es ist immer noch neblig? Naja, geht so. Komm, gleich wieder zurück und weitermachen. Können dem Loxi vielleicht auch nochmal eine Moltebeere hinwerfen? Ich habe mich noch nicht informiert. Zwecks einer besseren Taktik. Ja, das sieht doch schon mal deutlich besser aus. Perfekto. Das ist auch schon wieder finito. Geil. Dann können wir definitiv bald den Rest der gepolsterten Rüstung bauen. Bleib schön hier in der Nähe, ne? Ich zähm dich irgendwann mal noch richtig. Hier hinten kommt dann auf jeden Fall wieder Grasland, also hier sind die Ebenen auf definitiv vorbei. Ich weiß nicht, was hier noch ist, aber hier ist auch Wasser. Hier unten auch und hier kam dann auch wieder ein anderes Biom. Also müssen wir uns doch demnächst mal noch auf die Suche nach was ganz Neuem machen. Ich hacke jetzt einfach nochmal hier in die Richtung raus. Guck mal, ob wir es dadurch zumindest irgendwie, also da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Wir das dadurch jetzt irgendwie so ein bisschen noch abgeflacht kriegen. Guck mal, jetzt ist doch hier auf jeden Fall was reingeflossen gerade. Reicht aber immer noch nicht. Ich ziehe wieder meinen Gürtel aus. Ah, man kann es abbrechen, okay. Es muss doch bald reichen. Ich sehe es doch schon perfekto durch. Naja. Aber es hat sich immer noch nicht viel getan, ne? Aber viel kann es nicht mehr sein. Aber seit wann blubbert das so dolle? War das die ganze Zeit schon so? Irgendwie fällt es mir gerade erst auf. Headset habe ich nicht wirklich lauter als sonst. Nein, ich habe das Headset immer relativ leise. Weil ich mag es einfach, wenn ich mich auch selber noch ein bisschen höre. Ah, guck mal, da kommt doch das erste. Jawohl. Das hier muss ich kriegen. Das war wirklich nur eins. Och nein, ich brauche hier nochmal so ein Ding, was hier so richtig in die Lüfte springt und mir 10, 12 Teer gibt oder sowas. Bitte. Ich glaube an dich, Teerstück. Na, da kommen die nächsten. Steckt im Teer fest, steckt im Teer fest. Ja, jetzt kam doch, jawohl, wieder nur eins. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es noch tiefer reingesteckt. Ugh. Mist. Ja, wenn das natürlich alle nur noch einer sind, dann hat sich der Aufwand nicht gelohnt. Und fließ mal noch ein bisschen nach hier ab, bitte. Wir machen hier mal tiefer. Oh Gott, ich hasse diese Verlangsamung. Jetzt aber. Was? Und das Ding haben wir auch wieder nur ein einzelnes. Und das andere hat er auch gerade eingesammelt. Das ist natürlich echt fies. Jetzt war das alles nur noch eins. Ach, Manu. Die Folge ist schon wieder so gut wie rum. Wir sind gerade mal 22 Teer reicher. Das reicht natürlich nicht. So, jetzt mal Daumen drücken, dass kein totes Kido kommt. Boot und Portal. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen, wo sind wir denn? Wir sind hier... Es leckt... Wir sind hier oben. Hier war Insel des Todes. Boot und Portal. Das heißt, ich würde ganz gerne dorthin. Weil da haben wir noch Ebenen. Da wird es bestimmt noch was geben.
Wir gucken mal ganz fix, welches Portal das war. Ich habe mir auch wirklich fest vorgenommen, in den nächsten Tagen die ganzen Portale mal umzubenennen. Und vor allem auch auf der Karte ordentlich zu markieren und so weiter, dass hier mal wieder ein bisschen mehr Ordnung reinkommt. Gerade wenn du, wie jetzt aktuell, guck mal, wir haben nur... Oha. Wir haben nur das Portal gebraucht, jetzt hier zu der Basis mehr, weil wir haben ja viel gebaut und na gut, wir waren mal noch beim Knochenwanst, aber gerade wenn du die anderen Portale dann mehrere Wochen nicht benutzt und nicht richtig beschriftet hast und noch so ein Gedächtnis hast wie ich, dann wird's doof. Jetzt müssen wir mal gucken. Sammeln. Wir gehen einfach mal fix durch, das machen wir die Folge jetzt noch. Dass wir nächste Folge dann definitiv... Wo bin ich denn hier? Guck mal, das können wir gleich mal machen. Portal. Zack. Sammeln. Mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja, dass wir dann wirklich nächste Folge idealerweise noch so ein Teergruben-Dings leer kriegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Teer ich brauche. Sag mal rein von den Dächern her. Ah, wären das bestimmt noch so... 70, 80 würde ich jetzt mal schätzen. Muttistein müsste eigentlich das Ding hier sein. Ich meine, wir haben auch hier Ebenen. Rein theoretisch können wir auch hier rein. Ich glaube, Bodum Portal ist kein Portal mehr. Wir sind ja dort angekommen. Oh ne, wo bin ich denn jetzt? Ja. Die Nebel landen, auch geil. Hier wollte ich aber eigentlich nicht hin. Es sei denn, wir haben hier irgendwo Ebenen in der Nähe. Aber sieht nicht so aus. Okay. Warte mal, wir hatten Muttistein und Steinmutti, ne? Oder Steinsuche. Ach, ich und die Portalnamen. Schön, ne? Hat man lange nicht mehr. Erkundung. Ach ne, guck mal, hier, Stein. Erkundung, Muttistein. Steinsucher sind wir doch wieder in den Ebenen. Ja. Habe ich das Ding anscheinend doch nochmal umgebaut. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja mit dem Boot dort angekommen. Dann haben wir das Portal mitgenommen zum Muddy. Hoch. So, was haben wir noch? Erkundung haben wir noch. Händler haben wir noch. ABC war auf jeden Fall Ebenen. Das sind aber die hier unten. Immer hier drüben irgendwo. Hier. Glaube ich. Das war nur so ein ganz kleines Ding. Basis ist die Basis. Schlange. Warte mal, eigentlich war es doch das Schlangeportal. Was ja dort bei der Insel des Tod. Ich wäre, glaube ich, schon direkt gehittet. Geil. Hast ja eine richtig coole Chance hier. Ah, wir sind in den Ebenen. Alter, 49 Schaden reingehittet, das Schwein. Der Tod ist... 46? Leute? Nein! Ah! Oh, das gibt's doch nicht. Fuck, ich hab den Tod des Kido voll vergessen. Ah, oh, Leute. Mann, ey, der dritte Tod jetzt innerhalb von so kurzer Zeit. Ah, ist aber auch fies. Kommst durchs Portal, hast direkt so einen Fullinger... Und zwei Todeskitos. Ach, Mann, ey. Boah, ich will gar nicht meine Fähigkeitspunkte angucken. Ehrlich nicht. Vor allem... Na gut, ich meine, wir kriegen ja keinen Fähigkeitsabzug. Wenn wir jetzt reingehen, wir werden wahrscheinlich direkt sterben. Aber das können wir ja nochmal ausprobieren. Schön mit 24 Leben komplett nackig in die Ebenen. Komm, jetzt ist eh egal. Wenn wir sterben, passiert nichts. Der hat wahrscheinlich... Ah, wer hätte es gedacht? Die Götter sind barmherzig, steht da. Okay, habe ich auch noch nicht gelesen. Ach, Manu, jetzt müssen wir uns erstmal wieder irgendeine andere Rüstung anziehen und... Ah, da wieder die Viecher weghauen. Naja, wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Doofes Ende, definitiv. Aber wir werden dann nächste Folge hier die Ebene ein bisschen durchsuchen. Noch ein bisschen Teer sammeln, dass ich dann weiter am Dach arbeiten kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen. Bis dahin. Macht's gut.